Unser Thema heißt heute Abend die Antwort auf Terror und Gewalt. Gottes ewiger Maßstab. Vielleicht erinnern Sie sich an den 26.04.2002. In der Gutenberg-Schule am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt war bis um 11 Uhr die Welt noch in Ordnung. Und dann kam dieser Amoklauf. Einige Schüler haben das versucht zu verarbeiten und sie haben einiges aufgeschrieben. Und ich lese hier aus einem Referat von einem Schüler, von einem Aufsatz von einem Schüler vor, Andy Jespersen, und er schrieb von dieser Schule: Nichts rechtfertigt eine solche Tat. Nicht der Verweis von einer Schule und auch nicht der Hass auf Lehrer. Die letzte Zeit geschehen immer mehr schreckliche Dinge. Menschen hassen und töten einander. Immer mehr geht dabei der Bezug zur Realität verloren. Und der Welt und der Wert eines Menschenlebens gerät weiter und weiter in den Hintergrund. Das Leben der Menschen zu schätzen, ist jedoch wichtiger denn je. Ein anderer Schüler schrieb: Der Vorfall von Erfurt hat uns alle sehr erschüttert. In was für einer Welt leben wir? Gewalt und Terror bestimmen den Umgang miteinander. Warum können wir alle nicht in Frieden und Liebe miteinander leben? Das ist doch das Schönste, was man machen kann. Dieser junge Mann wusste nicht, was er tat. Er war zwar volljährig, aber erwachsen im Kopf zu sein, ist eine andere Sache. Noch ein anderer Schüler schrieb: Es ist schrecklich, dass so etwas überhaupt passieren kann. Man sollte wie in Amerika Metalldetektoren an die Eingänge der Schule stellen, um solch eine schreckliche Tat zu vermeiden. Außerdem meine ich, dass man die Waffengesetze verschärfen sollte und auch das Internet sollte mehr nach Beschaffungsmöglichkeiten kontrolliert werden. Wir erleben immer wieder, dass schreckliche Dinge passieren in unserer Zeit und nicht nur in Erfurt, auch einige Jahre später, letztes Jahr am 11. März 2009 in der Albert-Wühl-Realschule, gab es den Amoklauf von Winnenden. Und in der Zeit wohnte ich noch in der Nähe dort. Ich hatte auch in Winnenden selber Menschen, mit denen ich Bibelstunden hatte, Kontakte hatte. Und dort in der Schule, einige Meter weiter, war eine psychiatrische Klinik, wo ich öfter mal hinging, um einer Person, die dort war, Bibelstunden zu geben. Und auf der Gelände von dieser Klinik wurde auch ein Mensch erschossen bei diesem Amoklauf. Der Amokläufer, der 17-jährige Tim Kretschmer, tötete 15 Menschen und dann sich selbst. Warum tut ein Mensch so etwas? Was läuft in unserer Gesellschaft verkehrt, dass solche Dinge vorkommen? In was für einer Welt leben wir? Müssen wir Angst voreinander haben? Was ist aus unseren Beziehungen geworden? Die Menschen in der heutigen Welt werden immer weniger beziehungsfähig. Terror, ich denke nicht nur Terror, der irgendwo in Amerika passiert, sondern mittlerweile auch uns gefährdet. Paketbomben aus Griechenland. Aber es fängt schon bei kleinen Dingen an. Steuerhinterziehungen. Das ist zum Volkssport geworden. Schmiergeldzahlungen. Wenn selbst die höchsten Minister unseres Landes sich nicht mehr erinnern können, dass sie 100.000 Euro in der Schublade ihres Schreibtisches liegen hatten. Wer gibt noch vor, was recht ist und was nicht recht ist? Wer hält noch Maßstäbe hoch? Und wenn die das machen, mit 100.000 Euro, dann kann ich das auch als Kleiner erst recht machen, oder? Früher sagte man, wie der Herr, so das geschehe. Ich denke, die Lieblosigkeit, der Egoismus unter den Menschen nimmt immer mehr zu. Und ich denke, der Drogenkonsum ist nur die Spitze des Eisbergs. Früher war Drogenkonsum etwas, wo man sagte, naja, das sind irgendwelche am Rande der Gesellschaft. Heute ist mittlerweile so, dass in Deutschland
fast die Hälfte aller Jugendlichen irgendwann in ihrem Leben schon mal Drogen genommen haben. 50%. Aber ich denke, es fängt nicht nur bei Drogen an. Ich frage es von Alkohol. Laut Statistik waren bei 50% aller Straftaten mit Todesfolge bei der Alkohol im Spiel. Alkohol ist eigentlich eine Droge, die dem Menschen seine Selbstkontrolle, sein Urteilsvermögen außer Kraft setzt und dem Menschen Dinge tut, die er sonst nicht tun würde, wenn er das nicht trinken würde. Die Bibel sagt schon so etwas voraus, dass die Zeit, in der wir leben, dass so etwas kommen wird. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 4, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Wichtigtuerei und maßlose Selbstüberschätzung werden sie ebenso kennzeichnen wie Verleumdung, Ungehorsam ihren Eltern gegenüber, Undankbarkeit und Ehrfurchtslosigkeit. Lieblos und unversöhnlich werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben. Brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute und kennen keine Treue, diese unverschämten und aufgeblasenen Sprücheklopfer, die nur ihr Vergnügen und ihre Bequemlichkeit im Kopf haben und von Gott nichts wissen wollen. Und ich denke, solche Menschen gab es immer schon, oder? Richtig. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, wo die ganze Gesellschaft immer mehr so geprägt ist. Wo Lieblosigkeit und Egoismus beklagt wird. Ich denke, wir leben in der Zeit, die Gott, die Paulus hier vorausgesagt hat. Jeder hat seine eigene Vorstellung von Moral und Recht. Ich tue das, was mir gefällt. Die Postmoderne sagt, ich bin selbst mein eigener Maßstab. Objektivität? Nein, brauchen wir nicht. Ich sage, ich definiere für mich, was für mich gut ist. Wenn für mich gut ist, die 50 Euro zu stehlen, was ich jetzt brauche, dann mache ich es eben. Aber wohin führt das? Zu moralischem, ethischem Werteverfall. Wir haben mittlerweile in den meisten Schulen heute gar keinen Religionsunterricht mehr. Und die Regierung hat gemerkt, dass das nicht gut ist. Und so führt man, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, führt man den Ethikunterricht ein, weil man sagt, irgendwelche moralischen, ethischen Grundwerte muss man den Kindern, den Schülern doch beibringen. Was wäre es, wenn wir im Verkehr keine Verkehrsregeln hätten? Haben Sie sich auch schon mal geärgert über Verkehrsregeln? Dass da steht, man darf nur 70 fahren oder 50 fahren und dabei ist doch die Straße frei und schön breit. Natürlich ärgert man sich manchmal über Gesetze, oder? Aber was wäre, wenn wir keine hätten? Ich bin jetzt über die Autobahn hierher gefahren. Also ich wäre nicht 150 auf der Autobahn gefahren, wenn ich nicht gewusst hätte, dass mir keiner entgegenkommt. Stellen Sie vor, es würde keine Verkehrsregeln geben und es würde nicht geregelt sein, wer wo fährt, dann könnte man nicht mehr fahren. Dann würde man seines Lebens nicht mehr sicher sein. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Gesetze, damit das Leben funktioniert. Wir brauchen Grenzen. Wenn Kinder ohne Grenzen aufwachsen, dann wissen sie in ihrem Leben hinterher nicht mehr, wo sie für ihr Leben Grenzen ziehen müssen. Es gibt keine echte Freiheit ohne Grenzen. Und es gibt keine echte Freiheit ohne Gottes Gebote. Manche Menschen meinen, frei vom Gesetz ist die echte Freiheit. Ich kann tun und lassen, was ich will. Endlich habe ich niemanden mehr, der mir sagt, das und das und das musst du tun. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bin mein eigener Herr. Ist das Freiheit? Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Nachbarn, der so wäre, der direkt neben Ihnen wohnt, im gleichen Haus, der alles nur tut und lässt, was er will, ohne Rücksicht zu nehmen. Er hört Musik, wann er will, so laut, wie er will. Der stiehlt, wann er will, mordet, wann er will. Wenn er sagt, das macht mir gerade Spaß, dann mache ich das eben. Würden Sie sich wohlfühlen? Okay, sagt jetzt der Humanist, wahre Freiheit ist tun und lassen, was ich will, ist richtig, aber nur, solange ich nicht einen anderen schade. Aha. Aber schon sind wir wieder bei Gesetzen, oder? Wenn das ein Gesetz gilt, ich darf keinen anderen schädigen, ist das schon wieder eine Regel. Also die Regel hilft mir, mit dem anderen leben zu können. Das heißt, wenn wir zusammenleben wollen,
müssen wir uns an gewisse Regeln halten. Und wenn wir heiraten, merken wir das sehr, sehr genau. Ja? Dann, wenn der Partner sagt, nu, deine Wäsche, deine Unterhosen oder deine Strümpfe, deine Socken musst du nicht unbedingt auf dem Boden liegen lassen, dann muss man sich irgendwo einigen, wie man jetzt die Sachen so regelt bei sich zu Hause, dass das auch das Leben funktioniert. Jeder macht, was er will. Funktioniert nicht. Wir brauchen Regeln. Wir brauchen Gesetze. Wir brauchen Gottesgesetze. Wir brauchen einen objektiven Maßstab. Ohne objektiven Maßstab bleiben nur subjektive Empfindungen. Und das ist im Endeffekt keine echte Freiheit. Und die meisten Menschen, die meinen, frei zu sein, wenn sie tun lassen, was sie wollen, merken gar nicht, dass sie Sklaven ihrer eigenen Triebe und Leidenschaften geworden sind im Endeffekt, von Süchten, von Abhängigkeiten. Der Gegenspieler Gottes, Satan, ist auch da. Und natürlich, wenn Gott Regeln gegeben hat, wenn Gott Gesetze gegeben hat, ist die Frage, wie steht er dazu? Könnte es sein, dass Satan die guten Ordnungen Gottes aufheben will, damit der Mensch ein Grundvertrauen zu Gott verliert? Und er hat es so hingedreht bei den ersten Menschen, dass er sagte, ihr seid nicht frei. Ihr werdet erst frei, wenn ihr tut, was ihr wollt und nicht, was Gott sagt. Dann könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Uns, die haben es getan, uns, sind sie frei geworden? Nein, im Gegenteil. Sie waren vorher frei. Vorher waren sie frei zu tun, was sie wollten. Sie hätten essen können, sie hätten noch nicht essen können. Sie hätten die Wahl gehabt. Hinterher, nach dem Sündenfall, war der Mensch nicht mehr frei. Warum nicht? Weil der Mensch jetzt Gefangener der Sünde war. Das heißt, der Mensch kann nicht mehr aufhören zu sündigen. Er ist im Netz der Sünde gefangen. Und was war die Folge des Sündenfalls? Die Beziehungen sind zerbrochen. Seine Beziehung zu Gott, die vorher harmonisch war, vollkommen war. Seine Beziehungen zum Mitmenschen. Adam und Eva waren vorher harmonisch, liebevoll. Und was war Adams Ausspruch, als Gott ihn fragte, was hast du getan? Was war sein erster Satz? Ja, die ist schuld. Ja? Anstelle zu sagen, wir halten jetzt zusammen, gucken mal, was wir gemeinsam machen. Nein, sie stellen sich auch noch gegeneinander in dieser Krise. Er sagt, die Frau ist schuld. Und die Frau sagt, die Schlange ist schuld. Das heißt, man verschiebt die Schuld. Das heißt, Beziehungen zerbrechen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zum Nächsten, die Beziehung zur Natur. Die Sünde, der Tod nimmt Eingang in die Natur. Das heißt, das, was Satan als Freiheit bezeichnet hat, endet in der Katastrophe. Die Sünde trennt von Gott. Gott möchte, dass wir frei sind. Gott möchte, dass wir ein freies Leben haben. Gott möchte, dass wir uns selbst verwirklichen können. Und er weiß auch genau, wie das geht, was dazu notwendig ist. Satan setzt alles daran, Gottes gute Ordnung aufzulösen, um sein eigenes Gesetz, sein Gesetz der Härte, aufzurichten. Satans Gesetz ist ein Gesetz, wo er erstmal versucht, die Menschen zu fangen, zu sagen, tu und lass, was du willst, aber im Endeffekt, dass der Mensch auf die Stufe des Tieres herabgesetzt wird. Dass der Mensch nur noch lebt für Bier, Sex und Fernsehen. Und viele Menschen sind damit heute zufrieden. Das reicht ihnen zum Leben. Aber ist das Leben? Erfülltes Leben? Und dann kommen die Probleme zwischen den Menschen. Und meistens ist es so, wie es immer schon gewesen ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, der Stärkere setzt sich durch. Und deswegen, wenn es Probleme gibt, wenn es Sünde gibt, müssen meistens Unschuldige darunter leiden, nämlich die Schwächeren. Eines der Hauptprobleme unserer heutigen Gesellschaft ist zum Beispiel der Kindesmissbrauch. Wie viele Kinder werden heute missbraucht? Weil die Eltern niemals Grenzen oder auch andere Erwachsene niemals gelernt haben, Grenzen einzuhalten. Unschuldige, die Schwächeren müssen leiden unter der Sünde oder dem Fehlverhalten der Stärkeren. Das kommt dabei raus,
wenn man die guten Gesetze, Gottes Gesetze, zur Seite schiebt. Satan versucht, durch Gewalt, mit Druck zu arbeiten, mit Zwang. Und deswegen sind noch Menschen, die keine Grenzen kennen, die auch diese nicht kennengelernt haben als Kind, die sind unglaublich gefährdet für Süchte, für Abhängigkeiten. Und Abhängigkeiten, ist das Freiheit? Wenn jemand Süchte hat? Nein. Das heißt, die meisten Abhängigkeiten, Süchte kommen von innen heraus. Und Gott weiß, wenn der Mensch gewisse Regeln einhält, wenn er nach meinem Gesetz, nach Gottes Gesetz handelt, dass das die Grundlage ist, wo der Mensch frei werden kann. Frei von Süchten, von Abhängigkeiten, frei von Problemen untereinander. Satan versucht, das zu verhindern. In der Bibel haben wir eine Prophetie, eine Prophezeiung, die sagt, dass jemand Gottes Gesetz verändert und sein eigenes Gesetz aufrichtet, dass Gottes Gesetz ersetzt durch sein eigenes Gesetz. Und dann auch noch Gottes Nachfolger zwingt, sein Gesetz zu halten. Eine Voraussage haben wir in Daniel 7, Vers 25, dort heißt es, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Hier wird eine Macht beschrieben, die sich anmaßt, Gottes Gesetz zu verändern. Das werden wir am Sonntagabend ein bisschen genauer uns anschauen und ein bisschen genauer auslegen, was das gewesen ist. Das ist schon gewesen, dass jemand sich angemaßt hat, eine religiöse Instanz, Gottes Gesetz zu verändern und ihr eigenes Gesetz aufzustellen als Ersatz. Und wir haben eine zweite Voraussage aus der Bibel, und das wird noch kommen in der Zukunft, wo es heißt, Offenbarung 13, Vers 16 und 17, jeder, ob groß oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave, wird gezwungen, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Niemand konnte Arbeit finden oder etwas einkaufen, wenn er das Zeichen nicht hatte. Hier wird ein Gesetz erlassen, ein religiöses Gesetz erlassen, was die Menschen zwingt, das einzuhalten. Und wer es nicht tut, darf nicht kaufen und verkaufen, kann nicht arbeiten und nichts einkaufen. Das heißt, hier werden menschliche Gesetze erhoben und zum Maßstab für die Menschen gemacht. Aber Gott hat uns Gesetze gegeben, eine liebevolle Ordnung für eine gewaltfreie Gesellschaft. Stellen Sie sich vor, rein mal hypothetisch, alle Menschen auf der Welt würden die 10 Gebote immer einhalten. Nicht nur dem Buchstaben nach, sondern auch dem Geist nach, dem Wesen nach. Wäre das schön? Wir brauchten keine Schlösser mehr, wir brauchten keine Alarmanlagen mehr, wir brauchten ja, Gefängnisse, würden auch immer leerer werden. Man könnte über die Straßen laufen, auch nachts, durch Kreuzberg, müsste nichts fürchten, keine Gewalt. Das heißt, das Problem ist doch, was wir haben, dass Gottes Gesetz nicht eingehalten wird. Gott hat uns das Gesetz gegeben, die 10 Gebote, damit wir leben können, damit wir glücklich leben können. Gott will weder Gesetzlosigkeit noch Zwang. Wir können auch nicht Gesetze erzwingen. Gott liebt uns. Er will unser Glück. Und deshalb hat er uns Gebote gegeben, Gesetze gegeben, die gut sind für uns. Weil er uns geschaffen hat, weiß er auch genau, wie wir funktionieren und wie wir erfüllt in Freiheit leben können. Gott sagte, als er das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hatte, hat er ihnen die 10 Gebote gegeben, Gottes Grundgesetz. Und er sagte, er fängt an mit den 10 Geboten, mit dem Ausspruch, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das ist der erste Satz der 10 Gebote. Das heißt, bevor Gott etwas vom Menschen fordert, bevor er sagt, so und so ist es gut zu leben, sagt er, ich bin dein Befreier. Ich habe dich geschaffen und ich habe dich befreit, erlöst. Und deshalb, weil ich dich erlöst habe, ist es gut, wenn du so lebst, wie ich es dir sage. Gott möchte ein harmonisches Miteinander haben, gute Beziehungen haben zum Menschen. Und deshalb hat er uns sein Gesetz gegeben. Er gab Mose sein Gesetz auf 2 Tafeln aus Stein. Aber übrigens, die 10 Gebote sind nicht erst dort entstanden. Es gab sie auch vorher schon.
Schon seit Adam und Eva gab es die 10 Gebote. Nur hier hat er sie schriftlich auf 2 Steintafeln geschrieben. Und zwar mit eigenem Finger. Warum mit eigenem Finger? Weil ihm das so wichtig war. Es gibt nur 2-mal in der Bibel, wo wir beschrieben haben, dass Gott mit eigener Hand geschrieben hat. Einmal die 10 Gebote. Leider haben wir die Tafeln heute nicht mehr. Vielleicht liegen sie noch irgendwo. Man müsste mal hingehen und mal graben, nachgraben, ob man sie vielleicht noch findet. Das sind die einzigen Stücke, die wir heute noch haben, die Gott selbst beschrieben hat, mit eigener Hand. Deswegen sind sie auch verbal inspiriert, das heißt Wort für Wort, von Gott so diktiert und geschrieben, wie sie auf den Steintafeln drauf sind. Das zweite Mal, als Gott geschrieben hat, das war, als Jesus auf der Erde war, da hat er einmal in den Sand geschrieben. Bei der Sünderin, die zu ihm gebracht wurde. Und da hat er die Sünden der Umstehenden da reingeschrieben, aber sie war nur auf Sand geschrieben. Dass ein Windhauch sie wieder verweht hat. Aber Gottes Gesetz ist auf Stein geschrieben. Auf Stein heißt, sie sind, Gott will damit sagen, sie sind unveränderlich. Sie sind ewig gültig. Wir wollen uns einmal die 10 Gebote näher anschauen. Was sind die 10 Gebote? In der Bibel finden wir eine Aussage Jesu. Und wer gerne möchte, kann gerne mit aufschlagen. In Matthäus 22, was die 10 Gebote bedeuten. Hier steht Matthäus Kapitel 22, Verse 35 bis 40. Ich lese aus der Luther 84 Übersetzung. Und hier haben wir die Seitenzahl mit dabei, im Neuen Testament, Seite 32. Da heißt es, und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was sagt Jesus? Das Wichtigste ist, Gott zu lieben und seinen Nächsten. Das ist, ja, man kann sagen, das sind die Grundwerte, die es gibt. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Jetzt könnte man sagen, okay, können wir hier aufhören. Wenn wir alle unseren Nächsten lieben, dann ist alles harmonisch. Aber die Frage ist, wie geht denn das? Gott sagt den Menschen auch, wie wir den anderen lieben können. Gott gibt uns ein Gesetz der Liebe. Und die 10 Gebote sind eigentlich genau das, was Jesus hier sagt. Wir haben 2 Tafeln und die ersten 4 Gebote zeigen uns, wie wir Gott lieben können. Und die letzten 6 Gebote zeigen uns, wie wir den Nächsten lieben können. Wie das ganz praktisch ist. Und Jesus sagt, und in diesen beiden Grundgesetzen, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, das ist die Zusammenfassung der Gebote. Viele Christen versuchen heute, zwischen den Geboten und der Liebe einen Gegensatz zu konstruieren. Sagen, wir haben heute die Liebe, also brauchen wir die Gebote nicht mehr, die tun wir weg. Aber das funktioniert nicht. Es geht gar nicht. Warum nicht? Weil Liebe und Gebote das Gleiche sind. Es ist identisch. Es ist eins und das Gleiche. Der Grundsatz der Gebote, der 10 Gebote, sind die Liebe. Wenn ich die Gebote wegtun würde, würde ich damit die Liebe wegtun. Weil die Gebote der Ausdruck der Liebe sind. Der Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zum Nächsten. Deswegen sind die Gebote und die Liebe nach Jesu Aussage ein und dasselbe. Jesus und das Gesetz. Er hat das Gesetz gehalten, natürlich. Aber Jesus hat in der Bergpredigt uns gezeigt, dass es nicht nur darauf ankommt, dass wir den Buchstaben halten, dass wir sagen, ich habe jetzt niemanden getötet. Ich muss sagen, es fällt mir nicht schwer, morgens aufzustehen und sagen, naja, ich möchte heute niemanden töten, weil ich gar nicht das von innen heraus gar nicht möchte. Aber Jesus zeigt uns, was eigentlich töten, was noch mehr dahinter steckt. Der Geist des Gesetzes, dass es nicht nur darauf ankommt, einen Katalog abzuhaken jeden Tag, sondern was ist dahinter? Was meint Gott damit? Und dahinter stehen liebevolle Beziehungen zueinander, hinter dem Gesetz. Jesus hat den Charakter des Gesetzes gelebt, ausgelebt. In dem, was er hier auf dieser Erde uns gezeigt hat. Er hat gezeigt, was das Wesen des Gesetzes ist. Gott hat diese Welt, Gott liebt diese Welt und er möchte, dass jeder im Frieden und Harmonie leben kann. Und das hat Jesus offenbart, gezeigt, als er hier lebte. Er hat den Buchstaben des Gesetzes
mit dem Geist der Liebe Gottes erfüllt. Denn die Pharisäer, die haben das Gesetz auch hochgehalten, aber die Pharisäer haben gesagt, wenn wir das äußerlich halten, das Gesetz, dann ist alles in Ordnung. Das Problem ist nur, sie haben 1000 Hintertürchen sich gemacht, um doch das zu machen, was sie selber wollen. Deswegen sagt Jesus, entscheidend ist, dass wir verstehen, was dahinter ist. Und wenn wir das, die Prinzipien verstehen, die dahinter sind, dann werden wir den Katalog, der da steht, von selber halten. Weil es zu unserem Innersten, zu unserem normalen Empfinden ist. Deswegen sagt Gott auch im Neuen Testament, dass der neue Bund bedeutet, dass er sein Gesetz in unser Herz schreiben will. Das heißt, dass es von innen herauskommt, im Menschen wohnt. Das Gesetz ist eine Offenbarung des Charakters Gottes. Es beschreibt, wie Gott ist. Nämlich, was sind seine Charaktereigenschaften? Liebe und Gerechtigkeit. Und das wird uns im Gesetz offenbart. Es zeigt uns Gottes Liebe, wie wir Gott lieben können, wie wir den Nächsten lieben können, und es offenbart uns Gottes Gerechtigkeit. Den Rahmen. Ohne Gerechtigkeit keine Liebe. Und ohne Liebe keine Gerechtigkeit. Aber wir wollen uns einmal die 10 Gebote genauer näher anschauen. Was bedeuten die eigentlich? Die ganze Welt, fast die ganze Welt, kennt die 10 Gebote oder kennt den Ausdruck 10 Gebote. Aber wer kennt die Gebote im Einzelnen wirklich? Was sie bedeuten? Ich habe festgestellt, dass auch viele Christen über das Gesetz sprechen, über die Gebote sprechen, aber wenn man sie fragt, ja, was heißt denn das jetzt? Haben sie noch nie darüber nachgedacht. Wollen wir heute Abend machen. Das erste Gebot, 2. Mose 20 stehen die 10 Gebote und dort steht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was meint Gott damit? Keine anderen Götter neben ihm haben. Natürlich heißt es zuerst mal, dass wir zu Hause uns keinen Butter in die Ecke stellen sollen oder einen anderen Gott und den nicht anbeten sollen, aber ich denke, keiner hat einen Baal oder Aschera-Bild zu Hause stehen, um die anzubeten. Was heißt das für uns heute? Es heißt, Gott möchte ungeteilte Partnerschaft. Stell dir vor, du hast geheiratet und so nach einem halben Jahr sagst du, naja, okay, es gibt noch andere Frauen im Leben. Ich muss mir mal links ein bisschen umschauen und rechts ein bisschen umschauen. Da gibt es auch noch ein paar hübsche Frauen. Da könnte ich auch ein bisschen damit anbändeln. Was würde deine Frau sagen? Würde sie sagen, ach, ist doch schön, was er so macht. Er hat seine Freiheit. Ist das Freiheit? Nein. Wenn wir uns für einen Menschen entscheiden, heißt das ungeteilte Partnerschaft. Ich habe mich für einen Menschen entschieden. Und wenn ich mit Gott lebe, sagt Gott, ich möchte ungeteilte Partnerschaft. Ich möchte in deinem Leben an erster Stelle stehen. Und manchmal haben wir viele andere Dinge, die wir zu Göttern machen, denen wir mehr Zeit, mehr Energie, mehr Geld widmen. Ob das unser Besitz ist, irgendwelche Dinge, Ansehen, Ehre, Karriere, Auto, Haus, was auch immer, können alles Götter werden, die uns von Gott abhalten. Deswegen achte Gott als die wichtigste Person in deinem Leben. Und das kann man auch ganz praktisch sich fragen. Nämlich, natürlich, ich muss tagsüber arbeiten oder zur Schule gehen, das ist richtig. Aber wenn ich nach Hause komme, wenn ich frei habe, wofür nehme ich mir Zeit? Wenn du dir mehr Zeit nimmst für deine schöne Nachbarin als für deine Frau, fragt sie deine Frau zurecht, mit wem ist sie eigentlich verheiratet? Wenn wir mehr Zeit damit verbringen, uns zu fragen, wie kann ich jetzt viel Geld machen? Wie kann ich jetzt mein Haus, noch ein größeres Haus bauen? Wenn ich mehr Zeit damit verbringe als mit Gott, fragt sich Gott, naja, was ist eigentlich in seinem Herzen? Was ist auf dem ersten Platz? Wie viel Zeit verbringst du für deine Dinge und für Gott, für sein Reich? Kann sich jeder selber fragen. Gott möchte ungeteilte Partnerschaft. Zweites Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das heißt, wir sollen uns keine Bilder machen, um sie nicht anzubeten. Das heißt erstmal ganz konkret, ganz praktisch, wir sollen uns vor keinem Bild niederknien, niederwerfen. Auch keine Bilder verehren und keine Bilder anbeten. In manchen Kirchen wird es gemacht, aber Gott sagt, nein, sollen wir nicht.
Wir sollen nicht vor Statuen, vor Bildern niederfallen. Deswegen haben auch die Reformatoren, als die Reformation damals vor sich ging, haben sie, wenn sie Gottesdienste gehalten haben, haben sie dort die Bilder alle von den Wänden weggenommen. Deswegen finden sie auch in protestantischen Kirchen heute so gut wie keine Bilder. Weil man sonst in Gefahr kommt, die Bilder, die irgendwo da sind, anzubeten. Aber ich denke, es geht hier um mehr. Die Menschen machen sich nicht nur äußere Bilder von Gott, sondern manche machen sich auch innere Bilder von Gott. Sie machen sich ihr eigenes Gottesbild und diesem Gottesbild folgen sie dann und sie missbrauchen den Gott für ihre Ideen. Denken Sie nur, was im Mittelalter passiert ist. Da hat die Kirche Gott, den Namen Gottes, missbraucht, um die Macht auszuüben, politische Macht, wirtschaftliche Macht über die Menschen. Sie haben den Namen Gottes missbraucht. Gott möchte, dass wir auch in unserer Vorstellung über Gott, in unserem Gottesbild, was wir haben, nicht an unserer Vorstellung festhalten. Dass wir nicht sagen, ich denke mir selbst mein Gott, sondern Gott möchte, dass wir ihn so annehmen, ihn so kennenlernen, wie er an seinem Wort uns offenbart. Ich denke, jeder von uns hat in seinem Gottesbild irgendwo vielleicht ein bisschen Schieflage, weil kein Mensch Gott so verstehen kann, wie er wirklich ist. Aber entscheidend ist, dass wir Gott immer besser kennenlernen, wie er wirklich ist. Nicht unbedingt jetzt von seiner äußeren Erscheinung, sondern von seinem Charakter. Und wie können wir das erreichen? Je mehr wir in der Bibel lesen, desto mehr werden wir Gott kennenlernen. Und die meisten Christen, die Probleme in ihrem Christenleben haben, haben sie deswegen, weil sie ein falsches Gottesbild haben. Die einen sehen Gott nur als lieben Opa, der überall ein Auge zudrückt. Die anderen sehen Gott als einen strengen Gott, der jede kleinste Sünde sofort bestraft. Und wenn ich gerade eine rote Ampel habe, muss ich vorher gesündigt haben, weil ich jetzt eine rote Ampel habe. Also das heißt, sie tun alles, was sie in ihrem Leben negativ erleben, auf irgendwelche Sünden zurückführen, weil sie glauben, Gott straft sie. Das heißt, dass es viele verschiedene Gottesbilder gibt, die manchmal schief liegen. Und Gott möchte in seinem Wort uns offenbaren, wie er wirklich ist. Deswegen nimm Gott so an, wie er wirklich ist, wie er sich offenbart in seinem Wort. Sei offen dafür, dass Gott dein Denken, dein Bild über ihn Schritt für Schritt so angleicht, wie Gott wirklich ist. Das Dritte, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Was ist denn das? Ich denke, das fängt damit an, wenn Menschen Gottes Namen einfach aussprechen, ohne dass sie Gott meinen. Als wir nach Baden-Württemberg gezogen sind, ich bin ursprünglich aus Hamburg und wir haben lange Jahre in Nordrhein-Westfalen gewohnt und dort habe ich auch als Pastor gearbeitet. Und als wir nach Heilbronn gekommen sind, haben die Menschen auf der Straße immer Grüß Gott gesagt. Hier in Mannheim ist das nicht so, aber in Heilbronn war das so. Und wir haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Denn wenn die Menschen sagen Grüß Gott, die sagen ja Grüß Gott als Begrüßung, aber sie meinen Gott ja gar nicht. Ich denke, wenn jemand Grüß Gott sagt, ohne dass er Gott meint, ist das Gottes Namen missbrauchen. Und ich habe mir gesagt, nein, ich mache das nicht. Auch wenn ich das bewusst machen würde, aber ich tue damit andere Menschen animieren, auch das zu sagen und damit auch, dass sie Gottes Namen missbrauchen. Oder wenn jemand sagt, oh Gott oder so etwas. Ja, das ist Gottes Namen missbrauchen. Ich rufe Gott an, aber meine ihn gar nicht. Aber ich denke, es geht noch weiter. Es geht nicht nur rein mündlich, sondern, was ich eben schon mal angedeutet habe, Menschen, die ein falsches Gottesbild haben, sind oftmals geneigt, ihr falsches Gottesbild, damit das zu missbrauchen und andere Menschen zu zwingen, zu drücken mit diesem falschen Gottesbild. Gott möchte nicht für menschliche Ideen missbraucht werden. Gott möchte nicht, dass wir für unsere Ideen, die wir haben, einfach ihn heranziehen, um dann einfach unseren Stiefel durchzuführen. Nein, er möchte, dass wir uns nach ihm richten. Und nicht umgekehrt. Deswegen habe Ehrfurcht vor Gott. Und Ehrfurcht heißt nicht, dass wir Angst haben müssen, sondern dass wir Gott ernst nehmen. Dass wir nicht über ihn verfügen können, wie wir wollen. Sondern er ist der Herr des Universums, er ist unser Schöpfer. Und Ehrfurcht heißt, dass wir vor Gott und vor der Bibel und vor dem, was Gott uns sagt, dass wir das hochschätzen. Und nicht leichtfertig damit umgehen. Das vierte Gebot.
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Gott möchte, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir Ruhe haben. Er sagt, 6 Tage sollst du arbeiten. 6 Tage gehören dir für deinen Brotverdienst, für dein Leben. 1 Tag gehört mir. 1 Tag ist Zeit für mich. Und er begründet das auch noch damit, ein paar Sätze weiter, dass er sagt, warum? Weil Gott in 6 Tagen Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und was darin ist und ruhte am 7. Tag. Das heißt, weil Gott die Welt geschaffen hat und am 7. Tag geruht hat, sagt er, soll auch der Mensch 6 Tage arbeiten und am 7. Tag ruhen. Jetzt sagen viele Menschen, okay, habe ich 1 Tag, ja, um mich auf die faule Haut zu legen. 1 Tag für mich, 1 Tag für die Ruhe. Ich denke, ganz so einfach meint das Gott aber nicht. Natürlich sollen wir ausruhen. Von unserer Geschäftigkeit einfach mal Abstand nehmen. Gerade in der heutigen Stressgesellschaft ist es umso wichtiger, dass wir einen Tag haben, wo wir abschalten können. Aber ich denke, das 4. Gebot gehört zu den ersten 4. Und die ersten 4 Gebote, hatten wir eben gesagt, zeigen uns, wie wir Gott lieben können. Wie kann ich denn Gott lieben, indem ich aufhöre zu arbeiten? Ganz einfach. Gott sagt, hör auf zu arbeiten, nicht damit du das tun kannst, was du selber immer schon wolltest und nie geschafft hast, sondern Gott sagt, höre auf zu arbeiten, damit du Zeit für mich hast. Ich bin dein Schöpfer. Ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Und jeder 7. Tag ist Zeit, die ich für dich investiere und ich möchte, dass du sie auch für mich investierst. Dass wir uns an diesem Tag besonders begegnen. Und ich denke, da hat Gott gesagt, der Sabbat ist der Tag, den ich für den Menschen dafür vorgesehen habe. Gott möchte, dass wir den Sinn, dass wir ihn und den Sinn des Lebens nicht vergessen. Warum? Wenn wir den Sabbat halten und an die Schöpfung damit zurückdenken, der Sabbat ist ein Gedenktag an die Schöpfung, dann erinnern wir uns, woher der Mensch kommt. Und wenn wir wissen, woher der Mensch kommt, geht es um die Frage des Sinn im Leben. Und von daher ist der Sabbat, der Ruhetag, etwas, wo der Mensch zu seinen Wurzeln zurückgeht, sich besinnt auf Gott, auf seinen Schöpfer, auf seinen Ursprung und damit auf seinen eigenen Sinn. Viele Menschen, denke ich, haben deswegen den Sinn im Leben verloren, weil sie Gottes Ruhetag nicht mehr halten. Deswegen nutze den Ruhetag für eine besondere Zeit mit Gott. Natürlich möchte Gott jeden Tag Zeit mit uns verbringen. Aber es ist wie in der Ehe. So im Stress des Alltags kann es sein, dass man mal in der Ehe mit seiner Frau, mit dem Ehepartner hier mal da mal ein bisschen was spricht, aber man braucht neben dem oberflächlichen Gerede, so im Alltag, braucht man Zeiten, wo man Zeit hat zu reden, wo man Qualität hat. Nicht nur hier und da mal was sagt, ich gehe jetzt einkaufen und ich mache jetzt das, sondern wo man sich austauscht. Und so ist es auch mit Gott. Gott möchte nicht nur die Woche über mit uns gehen, bei uns sein. Er möchte einen Tag haben, wo wir uns austauschen mit ihm, wo wir Qualität haben und wo er uns einen besonderen Segen schenkt. Übrigens, über dieses Thema werden wir morgen Abend sehr ausführlich, ein bisschen ausführlicher reden, wie das aussieht, das Geschenk Gottes, der Ruhetag mit ihm. Das 5. Gebot, jetzt kommen wir zu den menschlichen Geboten, wie wir den Menschen lieben können. Die ersten 4 waren, wie wir Gott lieben können, und jetzt geht es um die Frage, wie kann ich den Menschen lieben? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ich denke, manchmal sind die letzten 6 Gebote sind manchmal schwieriger zu halten als die ersten 4. Warum? Naja, Gott zu ehren, den man nicht sieht, ist relativ einfach, aber seinen Nächsten, der vielleicht einem manchmal ein bisschen unangenehm kommt und quer kommt, das ist manchmal schwieriger, ihn zu lieben. Vater und Mutter ehren, wie macht man das? Ich denke, das geht auf 3 Art und Weise. Erstens, wenn man klein ist, für Kinder gilt das, dass sie ehren die Eltern, indem sie gehorsam sind. Das tun, was die Eltern sagen. Aber wenn sie größer sind, müssen sie selber entscheiden. Wenn die Kinder erwachsen werden, heißt Eltern ehren, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft, aber trotzdem Kontakt zu den Eltern hält. Auch sie um Rat fragt. Und ihnen dankbar ist. Wenn man selbst Kinder erzogen hat, dann merkt man auch, was die Eltern mit einem selbst für
Stress hatten, wenn man selbst den Stress erlebt hat, den man mit Kindern hat. Und dann kann man manchmal noch viel mehr dankbar sein, wenn man selber Kinder großgezogen hat. Uns, wenn die Eltern alt geworden sind, dann heißt Eltern ehren, dass man sich um sie kümmert. Ob man sie zu Hause aufnimmt oder irgendwo, dass sie versorgt sind. Als man Kind war, haben die Eltern für einen selber gesorgt. Und jetzt, wenn sie alt sind, dann sorgt das Kind sich um die Eltern. Deswegen, Eltern ehren ist wichtig. Warum? Gott möchte, dass die Generationen miteinander leben. Dass die Generationen sich verstehen. Dass die Generationen sich austauschen. Dass Harmonie ist zwischen den Generationen. Deswegen, achte die Person und die Stellung des anderen. Und wenn ich die Eltern ehre, dann werde ich das auch übertragen auf andere Bereiche des Lebens. Man hat festgestellt, dass Kinder, die vor ihren Eltern, vor allen Dingen vor ihrem Vater, keine Achtung haben, dass es ihnen auch schwerfällt, an einen Gott zu glauben und Achtung vor Gott zu haben. Weil sehr häufig das Vaterbild auf das Gottesbild übertragen wird. Und deshalb ist es so, dass wenn man den Vater achtet, dass das auch in der Beziehung zu Gott eine Rolle spielt. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Ist doch ganz klar, oder? Was heißt denn töten? Ich denke, eigentlich heißt es hier vom Grundtext her, du sollst nicht morden. Denn Mord ist etwas, was ich absichtlich tue. Totschlag ist aus Versehen. Gott möchte Leben erhalten. Und deshalb ist der Sinn des Gesetzes nicht nur, tu das Böse nicht, sondern tu etwas, damit das Leben erhalten wird, um Leben zu schützen. Deswegen sorge dich um das Wohl des anderen und auch der ganzen Schöpfung. Ich denke, das gilt nicht nur für Menschen, das gilt auch für Tiere. Gott hat den Menschen geschaffen, um auch über die Schöpfung, über die Natur, über die Tiere zu herrschen. Und das heißt, die Tiere sind dem Menschen anvertraut und der Mensch hat Verantwortung dafür. Ich denke, hier ist auch wieder ganz entscheidend die Frage von Schöpfung und Evolution. In der Evolution sagt man, der Stärkere muss sich durchsetzen gegenüber dem Schwächeren, damit die Menschheit, damit überhaupt das Leben sich weiter fortentwickeln kann, höher gehen kann. Das heißt, es ist notwendig, dass der Stärkere den Schwächeren unterdrückt und am besten ausrottet, damit die Stärkeren überleben können. Deswegen war das, was eigentlich im Dritten Reich passiert ist, genau in dem Denken der Evolution. Sie haben gesagt, hier haben wir eine gute Rasse und wenn wir die stärken und die schlechten Rassen vernichten, dann werden nur die Guten sich weiterentwickeln. Aber wir sehen, wohin dieser Gedanke der Evolution im Endeffekt führt, zu welcher Perversion. Die Schöpfung sagt, Gott hat dem Menschen als stärksten Glied dieser Welt, der Gesellschaft, Verantwortung gegeben für die Schwächeren. Und die Verantwortung heißt, dass der Stärkere sich kümmert um die Schwächeren, um die Tiere, aber auch die Schwächeren in der menschlichen Gesellschaft. Und dann haben wir ein Sozialverhalten. Das heißt, man kümmert sich um die, die es brauchen, die es nicht selber können. Und deswegen ist der grundsätzliche gedankliche Ansatz von Schöpfung und Evolution so grundverschieden. Deswegen verstehe ich nicht, wie manche Kirchen heute sagen können, die Evolution ist auch eine Möglichkeit, wie die Welt entstanden ist, weil damit komplett dieser gesamte soziale Komponente ausgehebelt wird. Und Gott sagt aber, kümmere dich, sorge für das Leben, für das Gute, für den Schwachen, für die Schöpfung. Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Es ist interessant, dass Jesus hier sagt, Ehebruch fängt nicht nur dort an, wo man das vollzieht, rein körperlich, sondern wo fängt Ehebruch an? In den Gedanken. Das, was wir denken, so wie wir denken, so reden wir. Und so wie wir reden, so handeln wir. Manchmal haben wir noch ein paar Blockaden dazwischen. Das ist auch ganz gut, dass wir nicht alles, was wir denken, auch sagen und nicht alles, was wir sagen, auch tun. Aber jemand sagte einmal, jeder Gedanke, den ein Mensch hat, ist bestrebt, hat den Drang dazu, in die Tat umgesetzt zu werden. Deswegen, wenn wir unser Leben verändern wollen, das fängt an bei den Gedanken. Unser Charakter, unser Leben wird beeinflusst durch unsere Gedanken. Deswegen ist Gedankenkontrolle ganz wichtig.
Du sollst nicht Ehe brechen, heißt, Gott möchte die sozialen Beziehungen der Gesellschaft schützen. Die Ehe ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und die Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn die kleinsten Zellen funktionieren. Deswegen versucht Satan auch mit allen Mitteln, die Beziehungen, die Familien, die Ehen zu zerstören. Und wenn die zerstört sind, ist die ganze Gesellschaft zerstört. Deshalb sagt Gott, investiere. Investiere in Beziehungen. Investiere in Beziehungen in deiner Ehe, aber auch in die Familie und darüber hinaus in dein Umfeld, in deiner Gemeinde, in deiner Nachbarschaft. Investiere in Beziehungen. Es ist wichtig. Wir brauchen diese Beziehungen, damit das Leben funktionieren kann. Deswegen investiere in deine Ehe. Der beste Schutz gegen Scheidung und gegen Ehebruch ist, wenn man an seiner Ehe baut, Zeit dafür hat, seine Ehe pflegt, und wenn die Ehe harmonisch funktioniert, hat man gar keinen Gedanken daran und gar kein Bedürfnis danach für Ehebruch und für Scheidung. Deswegen ist das Positive, was hier hinter dem Gebot steht, so wichtig, dass wir Respekt, dass wir Mitgefühl, dass wir das Leben miteinander in der Beziehung, in der Kommunikation, in der Ehe funktioniert und dass wir das zeigen. Das achte Gebot: Du sollst nicht stehlen. Ist auch ganz klar, wir sollen dem anderen nichts wegnehmen. Aber wo fängt es an und wo hört es auf? Gott möchte, dass wir uns keine Sorgen machen müssen um unseren Besitz. Und ich denke, stehlen ist nicht nur, dass ich, wenn ich irgendwo etwas mitgehen lasse, im Supermarkt oder im Büro, stehlen kann auch andere Dimensionen haben. Steuererklärung, frisieren oder wenn ich geistliches Gut anderer verwende, was ich nicht darf. Ich kann auch Bilder klauen oder Musikstücke klauen oder es gibt ja jede Menge Software auf meinem Computer laufen haben, ja, Schwarzkopien, die ich nicht gekauft habe, die nicht Shareware oder Freeware sind, die man eigentlich hätte kaufen müssen, wenn ich sie nicht bezahlt habe. Naja, solange ich es zum Ausprobieren habe, ist das ja erlaubt, aber irgendwann, ja, ich denke, wenn ich das 2 Jahre laufen habe, dann irgendwann hört die Ausprobierphase auf, irgendwann muss ich dann auch mal kaufen. Das heißt, stehlen geht wesentlich weiter als nur, was man irgendwo hier einem anderen an materiellen Dingen wegnehmen kann. Deswegen achte das Eigentum des anderen. Achte es. So wie du das Leben des anderen achtest, wie du deine Stellung achtest, achte sein Besitz. Und wie kann man es am besten machen? Wenn der Nachbar sich ein neues Auto gekauft hat, das ist wieder ein bisschen größer als meins, dann freu dich mit. Sagst du, ach, ist doch schön. Ich freue mich für ihn, dass er das haben darf, dass er das genießen kann. Mitfreuen mit anderen. Wenn man ein Spiel spielt, Mensch, ärgere dich nicht, und der andere gewinnt, kannst du dich mitfreuen mit dem anderen? Oder ärgerst du dich so sehr, das Spiel heißt ja extra, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ein christliches Spiel, ja, vom Titel her, ja. Kinder müssen das lernen, verlieren zu können. Und es gibt manche Erwachsene, die können nicht verlieren. Die ärgern sich so sehr, ja. Deswegen mitfreuen mit dem anderen, mitfühlen mit dem anderen. Das 9. Gebot: Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Das heißt, nicht lügen. Positiv gesagt, Gott möchte, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Ich muss nicht alles sagen, was ich denke, das ist richtig, hat Jesus auch nicht gemacht. Aber in dem, was ich sage, muss ich offen sein und ehrlich sein. Was halten Sie von einem Menschen, von dem Sie den Eindruck haben, ja, wenn man dem was sagt, das wird dann hier erzählt und da hintenrum erzählt und der erzählt mir Sachen von sich, die gar nicht stimmen und der Mensch ist doch gar nicht vertrauenswürdig, oder? Aber wenn man merkt, dass ein Mensch, der hört zu, aktiv, dem ist es wichtig, was ich sage, was ich bin und dem kann ich offen was erzählen und das bleibt bei ihm. Offenheit, Ehrlichkeit ist die Grundlage des Vertrauens und damit der Beziehung untereinander. Und das gilt übrigens nicht nur für den Nächsten, für unsere Mitmenschen oder auch in der Ehe,
Das gilt auch gegenüber Gott und auch gegenüber mir selber. Es gibt manche Menschen, die machen sich selber was vor. Und die lügen sich so lange in die eigene Tasche, bis sie ihre eigenen Lügen glauben, die sie sich selbst vorgemacht haben. Das funktioniert wirklich. Deswegen versuchen sie auch gegenüber sich selbst ehrlich zu sein. Das ist manchmal nicht einfach. Manchmal erschrickt man, wenn man in den Spiegel schaut. Ich meine jetzt in den seelischen Spiegel, nicht in den materiellen Spiegel. Aber es lohnt sich, offen vor Gott auch mal über sich selbst nachzudenken. Lieber Gott, wie siehst du mich? Wie bin ich wirklich? Und wo möchtest du mich verändern? Fördere den guten Ruf des anderen. Was tun Sie, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, hast du schon gehört über den und den, was er wieder gemacht hat? Oh, ist doch schlimme Sache. Was machen Sie dann? In die gleiche Kerbe hauen? Sagen, ach, das weiß ich auch, das wollte ich auch schon lange sagen. Ja, ja. Ein Philosoph, ich glaube Sokrates war es, sagte zu jemandem, der zu ihm kam, da kam jemand zu ihm und sagte, ja, ich muss dir unbedingt was sagen über den und den. Sagt er, stopp, bevor du mir das sagst. Hast du das schon durch die drei Siebe durchgesiebt? Wieso drei Siebe, sagt er, warum? Ja, sagt er, alles, was du mir sagst, musst du durch drei Siebe durchsieben. Ja, welche sind denn das? Das erste Sieb, was du mir jetzt gerade sagen wolltest über den Menschen, ist das etwas Gutes? Nein, ganz im Gegenteil. Okay, also im ersten Sieb ist schon mal nicht durchgegangen. Das zweite Sieb, ist das, was du mir über den sagen willst, ist das wahr? Hast du das selber erlebt? Das weiß ich nicht, das habe ich nur irgendwo gehört. Und dann sagt er, okay, wenn es weder gut ist noch wahr ist, ist das wenigstens notwendig? Naja, sagt er, eigentlich ist es nicht unbedingt notwendig. Dann sagt er, wenn das, was du mir sagen willst, weder wahr ist, noch gut ist und auch nicht notwendig ist, dann bitte sag es mir nicht. Lass es bei dir. Das heißt, das ist die Frage, dass es manchmal heute so viel geredet wird, und wir wissen gar nicht, wir gehen Gerüchte weiter. Wenn jemand zu mir kommt, versuche ich manchmal den anderen zu fragen, was hat denn der andere Gutes gesagt oder getan? Dass der andere nachdenkt über die Person, was der auch Gutes hat. Fördere den guten Ruf des anderen. Das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Das heißt mit anderen Worten, du sollst nicht neidisch sein. Können wir es überhaupt ablegen? Nein. Wenn Sie jetzt neidisch sind und ich sage Ihnen, hör auf, neidisch zu sein, sagen Sie, ja, wie geht denn das? Ich bin doch neidisch. Wie soll ich denn aufhören? Es geht nicht. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie wir es doch können. Nämlich, bitten Sie Gott darum. Lieber Gott, hilf du mir, mit dem Neid aufzuhören. Nimm du mir den Neid aus dem Herzen raus. Und Sie werden sehen, Gott macht das. Er hört Gebete. Gott möchte, dass wir zufrieden sind. Das heißt nicht, dass wir keine Ziele haben dürfen. Wir dürfen Ziele haben, die wir erreichen wollen, aber dass wir zufrieden sind mit dem, was wir haben. Die Gier des Menschen ist unglaublich stark. Und unglaublich viel geschieht in dieser Welt, weil die Menschen gierig sind, geldgierig, Gier nach anderen Dingen. Glücklich ist nicht der, wer viel hat, sondern wer zufrieden ist mit dem, was er hat. Ich war vor 5 Jahren in Mosambik, habe dort auch Evangelisationen gehalten. Mosambik ist das 5. ärmste Land der Welt. Und ich habe festgestellt, die Menschen dort sind zufriedener als in Deutschland. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Die Menschen sind gekommen, ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn man sie gefragt hat. Die Hälfte der Bevölkerung hat kein fließendes Wasser, die haben keinen Strom, haben keine Badewanne, die haben kein Auto, die haben kein Fahrrad. Wer ein Fahrrad hat, ist dort, gehört zu den obersten 10.000. Genau. Lieber das Wenige, was er gerecht hat, als das Viele der Gottlosen. Es ist so, der Reichtum, den wir haben, wir leben in Deutschland im Reichtum, jeder von uns. Wenn Sie einen Kühlschrank haben,
und im Fernsehen und Radio und eine Wohnung, die auch geheizt ist und fließend Wasser und Strom, dann gehören sie zu den reichsten Menschen auf dieser Welt. Ja. Der Reichtum hat eine Gefahr. Reichtum an sich ist nicht schlecht, aber er hat eine Gefahr, nämlich, dass wir immer noch mehr wollen und dass wir nicht zufrieden sein können. Aber wohl dem, der zufrieden sein kann. Und da gilt übrigens das Gleiche wieder, freuen Sie sich mit anderen. Mit anderen mitfreuen, mitfühlen und mitfreuen und das auch sagen, ist etwas, wo ich den Neid überwinden kann. Die 10 Gebote, Lebensgrundsätze, wenn alle Menschen so leben würden und wenn auch alle Menschen mir das gegenüber tun würden, wie angenehm wäre das Leben, wunderbar. Wenn die Menschen alle zu mir mitfühlen wären und sich mitfreuen würden und mir Gutes tun würden und Gutes über mich reden würden, wie schön wäre das, wunderbar. Gott möchte, dass wir leben können in Qualität, dafür sind die 10 Gebote da. Das ist der Sinn der 10 Gebote, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Und was sind die Auswirkungen, was sind die Folgen, welche Wirkung hat das Gesetz? Im Psalm steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es macht glücklich und froh. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Manche Christen sagen, die Gebote sind schlecht. Die sind einengend, die sind negativ, wir müssen sie abschaffen. Nein, Gott sagt was ganz anderes in der Bibel. In der Bibel steht, die Gebote sind gut, sie helfen, sie machen dich glücklich. Du kannst dich darauf verlassen. Ich lade Sie einmal ein, zu Hause, ich weiß nicht, heute Abend vielleicht noch oder die nächsten Tage, einen Psalm zu lesen. Es gibt einen Psalm in der Bibel, der nur über das Gesetz spricht. Psalm 119, der längste Psalm. Der hat 176 Verse. Da brauchen Sie die ganze Zeit, um das durchzulesen. Aber dieser Psalm hat in allen 176 Versen, ist ein Loblied auf das Gesetz. Und was da drin steht, das ist unglaublich. Wie schön das Gesetz ist, wie es klug macht, wie es mir hilft, meinen Weg zu finden, wie es mich glücklich macht. Die Schöne des Gesetzes, Psalm 119, zu Hause Bettlektüre, ja, können Sie mal durchlesen. Das ist wirklich hervorragend, dieser Psalm. Und daran sehen wir, wie Gott in seinem Wort uns zeigt, das Gesetz ist etwas Gutes. Ich will dich damit stützen, dich glücklich machen, dir helfen. Die Frage ist, wenn das Gesetz so gut ist, gilt es noch? Was sagt Jesus dazu? Er sagt in Matthäus 5, meint nur nicht, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten, das, was Gott durch die Propheten geredet hat, aufzuheben. Im Gegenteil, ich werde beides voll zur Geltung bringen und erfüllen. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange die Erde besteht. Wenn jemand auch nur den geringsten Befehl Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes Reich keine Rolle spielen. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird im Reich Gottes viel bedeuten. Matthäus 5, 17 bis 19. Was sagt Jesus? Sagt er, die Gebote brauchen wir nicht mehr? Nein. Er sagt, ich bin nicht gekommen, die Gebote aufzulösen, sondern zur Geltung zu bringen, zu erfüllen, euch zu zeigen, wie man die Gebote halten kann. Das hat er in seinem Leben gezeigt, deutlich gezeigt. Ja. Richtig, das wird oftmals gesagt. Und da frage ich mich, stellen Sie sich vor, Jesus hat am Kreuz unsere Sünde getragen, für uns das Gesetz erfüllt und dann ist er für uns gestorben, für unsere Sünde. Stellen Sie vor, Sie sind im Gefängnis, Sie haben einen umgebracht, Mord. Und jetzt sind Sie im Gefängnis und die Verurteilung kommt und Sie werden schuldig gesprochen, lebenslang. In einigen Ländern gibt es sogar Todesstrafe. Und jetzt, nach einigen Jahren, tun Sie einen Gnadenersuch an den Präsidenten, Bundespräsidenten schreiben und der spricht Sie frei. Sagt, okay, ich bin Ihnen gnädig, Sie sind frei. Bin ich jetzt frei vom Gesetz? Kann ich jetzt tun lassen, was ich will? Kann ich wieder hingehen, jemanden umbringen? Genau das ist jetzt der Punkt. Wenn Jesus mich frei gemacht hat, wenn er mich erlöst hat von der Sünde, dann hat er mich vor der Strafe befreit. Aber dann sagt er nicht, jetzt kannst du leben, wie du willst. Paulus sagt sogar, wenn jemand so denkt, dann würde er ja extra sündigen, um Gottes Gnade noch größer zu machen, sagt er, und das ist das Letzte, was Gott möchte.
Ja, dass, denn mit jeder Sünde, die wir tun und damit das Gesetz übertreten, tun wir ja auch Jesu Leiden am Kreuz, was er für uns getan hat, dafür verantwortlich sein. Und von daher, und viele Christen sagen auch, dass das Gesetz sei ans Kreuz genagelt. Aber da lesen wir jetzt einen Bibeltext, wo das nämlich drin steht, mit dem ans Kreuz nageln, Kolosser 2, Vers 14. In den ausgelegten Bibeln, Seite 239 im Neuen Testament. Und dort steht, Kolosser 2, Vers 14, Kolosser 2, Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Was hat er ans Kreuz geheftet? Das Gesetz? Nein, hier steht, den Schuldbrief. Was ist denn der Schuldbrief? Der Schuldbrief ist meine Schuld, meine Sünde. Meine Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. Das ist ans Kreuz genagelt worden. Als Jesus am Kreuz hing, ist er in den Augen Gottes der größte Sünde aller Zeiten gewesen. Gott hat alle Sünde der Welt, auch meine Sünde, auf Jesus gelegt, als er am Kreuz hing. Und damit hat er am Kreuz meine Sünde, meine Schuld getragen. Und damit ist mein Schuldbrief, meine Sünde, ans Kreuz geheftet. Und dadurch kann ich, wenn ich will, das annehmen und frei werden von der Schuld. Deswegen am Kreuz ist meine Schuld. Da, die ist dran geheftet und nicht das Gesetz. Es gibt noch einen zweiten Text, der oftmals angeführt wird, gerade von den Christen, die das sagen. Epheser 2, Vers 14 und 15. Epheser 2, Vers 14 und 15. Und hier steht ganz klar, was Gott hinweggetan hat. Nämlich, denn er ist unser Friede, der aus beidem eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Was sagt hier Paulus? Gott hat das Gesetz abgetan, richtig. Aber was sagt er hier vom Gesetz? Mit seinen Geboten und Satzungen. Und jetzt müssen wir Folgendes unterscheiden. Wir haben in der Bibel zwei verschiedene Arten von Gesetzen. Wir haben die 10 Gebote, das Grundgesetz des Himmels, was ewig ist, wo Jesus sagt, es wird niemals zu Ende gehen, bis Himmel und Erde vergehen. Und es gibt Satzungen, Zeremonialgesetze, Opfergesetze. Und die sind natürlich mit Jesu Tod aufgehoben. Ich habe hier mal eine Gegenüberstellung gemacht zwischen diesen beiden Gesetzen, den 10 Geboten und den Satzungen, den Zeremonialgesetzen. Die 10 Gebote sind von Gott auf einen Stein geschrieben, auf die beiden Steintafeln. Die Satzungen, die 5 Bücher Mose, sind von Mose in einem Buch geschrieben worden. Die 10 Gebote sind in der Bundeslade aufbewahrt worden. Die Satzungen, die Zeremonialgesetze, neben der Bundeslade. Die 10 Gebote sind durch Christus bestätigt. Haben wir eben gelesen, Matthäus 5, wo Jesus sagt, sie werden nicht vergehen. Die Satzungen sind aufgelöst. Warum? Im Alten Testament hat Gott Gesetze gegeben, Satzungen, Gebote, dass die Menschen opfern sollten, die ganzen Priesterdienste, dass sie durch die Opfer Vergebung haben sollten. Warum? Weil die Opfer auf den kommenden Messias, der für sie sterben würde, weisen. Und im Glauben an den kommenden Messias haben sie durch das Opfer Vergebung bekommen. Aber jetzt ist Christus gestorben, er ist das Opferlamm, das Passahlamm, und jetzt müssen wir nicht mehr opfern. Deswegen sind die Opfergesetze, die sind aufgehoben, ganz klar. Aber die 10 Gebote, die gelten immer noch. Warum? Weil die Frage, was richtig, was falsch ist, der Maßstab ist geblieben. Die Opfergesetze, es waren nur da, um die Menschen, die vor Christus lebten, auf den kommenden Messias hinzuweisen. Die 10 Gebote offenbaren die Sünde, sie zeigen mir, was Sünde ist, wie ich mit Gott leben kann. Die Satzungen, Zeremonialgesetze geben Opferanweisungen. Die 10 Gebote offenbaren Gottes Wesen. Sie zeigen, wer Gott ist, wie Gott ist, sein Charakter. Die Satzungen weisen auf den kommenden Christus, auf den Jesus hin, der kommen würde, für sie zu sterben. Und deswegen sagt die Bibel, die 10 Gebote sind ewig gültig. In dem Psalm haben wir viele Texte, wo steht, ja, sie gelten immer und ewig. Die Satzungen nur zeitlich begrenzt gültig. Und deswegen sagt Paulus hier an der Stelle, was hat er denn weggetan? Die Satzungen, weil die Satzungen die jüdische Riten waren, die zwischen den Juden und den anderen Völkern standen. Und sagt er, jetzt hat er eins gemacht, dass es jetzt Judenchristen und Heidenchristen gibt und alle zusammen mit Gott leben. Und von daher ist diese Unterscheidung ganz wichtig,
dass die 10 Gebote natürlich noch gelten. Ja, das heißt, wenn die 10 Gebote gelten, dann ist es die Frage, welchen Zweck haben sie? Die Gebote sind wie ein Spiegel. Ein Spiegel, der sich uns eigentlich, der uns zeigt, was Sünde ist. Der uns zeigt, dass wir, wenn wir mit Gott leben, wenn wir aus eigener Kraft versuchen zu leben, dass wir eigentlich aus eigener Kraft nicht mit Gott leben können. Sie lachen so, was haben Sie denn? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Stimmt was nicht? Was habe ich? Ein Fleck. Wo denn? Auf der Wange. Da muss ich da mal nachgucken. Ich habe den Spiegel mitgebracht. Oh, der Spiegel sagt mir, dass ich schmutzig bin. Ich will aber nicht schmutzig sein. Sind Sie gerne schmutzig? Ich nicht, ist ja peinlich hier, oder? Wenn man hier der Spiegel sagt mir, ich bin schmutzig. Ich will nicht schmutzig sein, der Spiegel ist nicht gut. Der Spiegel mag ich nicht. Problem gelöst, oder? Ich bin nicht mehr schmutzig. Jetzt ist alles in Ordnung, ne? Oder? Bin immer noch schmutzig. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das sagst du vielleicht, aber warum bin ich schmutzig? Du siehst es. Ach so. Okay, ich habe noch einen zweiten Spiegel mitgebracht. Ich bin immer noch schmutzig, richtig. Ich will es aber nicht sein. Was mache ich denn jetzt? Ich muss ich sauber machen. Bin ich jetzt sauber? Ich bin immer noch schmutzig. Das heißt, der Spiegel, kann der mich sauber machen? Nein. Der Spiegel zeigt mir nur, dass ich... Wie kann ich denn sauber werden? Waschen. Hat jemand Seife und Wasser da? Also ich habe hier mal so ein Tuch mitgebracht. Ich hoffe, dass das funktioniert. Mit ein bisschen Alkohol dran. Bin ich auch noch schmutzig. Also das ist kein Malzeichen hier, das ist nur... So, bin ich jetzt sauber? Fast. Gut. Das heißt... Das, was der Spiegel bedeutet, ist das Gleiche mit dem Gesetz Gottes, mit den 10 Geboten. Das Gesetz, die 10 Gebote zeigen mir, ich bin ein Sünder. Ich habe gesündigt. Ich bin schmutzig. Und viele Christen sagen jetzt, nicht nur Christen, auch andere, will ich aber nicht. Was machen sie? Sie zerstören das Gesetz und sagen, ja, ist das Problem gelöst. Kein schlechtes Gewissen mehr, weil das Gesetz dann nicht mehr gilt. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Die anderen sehen es immer noch. Ich kann mich nicht verstecken. Ja. Deswegen, und das Gesetz, und da gibt es manche Leute, die versuchen denn, durch Gesetz zu halten, sauber zu werden. Und sie strengen sich an wie nur sonst was und sagen, wenn ich das geschafft habe, 100%ig zu halten, das Gesetz, dann bin ich ein guter Mensch. Dann bin ich erlöst. Funktioniert nicht. Das Gesetz kann mich nicht erlösen. Es zeigt mir nur, dass ich schmutzig bin. Erlösen, reinwaschen, kann mich nur Jesus Christus. Seine Gnade.
dass er für mich gestorben ist, dass ich Vergebung bekomme. Deshalb ist das Gesetz etwas, was mir meine Sünde zeigt und was mich dann dadurch zu Jesus führt, dass ich dann zu Jesus gehe, um bei ihm Vergebung und Reinigung bekomme. Das Gesetz ist dafür da, die Sünde zu offenbaren. In Jakobus 1 steht das. Jakobus 1, Verse 23 bis 25. Jakobus 1, Verse 23 bis 25. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht nur ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Hier sagt Jakobus uns, dass das Gesetz wie ein Spiegel ist, worin wir hineinschauen und uns selbst erkennen können, unsere Sünde erkennen können. Das Gesetz der Liebe, das Gesetz der Freiheit, es zeigt die Folge der Sünde auf, die zerbrochenen Beziehungen. Es kann mich nicht retten, aber es kann mich zu Jesus bringen. Erlösung geschieht allein durch Jesus Christus, dass ich zu ihm komme. Deswegen, es gibt zwei Extreme. Es gibt manche Christen, die das Gesetz ablehnen und damit in der Gesetzlosigkeit landen. Und das manche Theologen nennen das billige Gnade. Dass sie sagen, ich komme zu Gott und kann dann machen, was ich will. Aber nein, wenn ich das Angebot annehme, dass Jesus für mich gestorben ist, dann werde ich auch aus Dankbarkeit, aus Liebe zu ihm das tun wollen, was er sagt. Und auf der anderen Seite haben wir, im anderen Extrem haben wir Christen, die durch Gesetz selig werden wollen. Das geht auch nicht. Ich kann mir durch das ewige Leben, durch das Gesetz halten, nicht verdienen, sondern das Gesetz ist dafür da, damit ich meine Sünde erkenne und dass das Gesetz mich zu Jesus hinführt. Galater 3 heißt es, so ist das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid Söhne des Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Und Lehrmeister, das war damals, in der damaligen Zeit, die Kinder zur Schule gebracht haben. So ist das Gesetz jemand, der mich zu Jesus hinführt, dass ich durch die Erkenntnis der Sünde zu Jesus komme und bei Jesus Rettung finde. 1. Johannes 1, hier heißt es, freilich werden immer wieder Leute behaupten, sie seien frei von aller Schuld. Wer so etwas sagt, betrügt sich selbst, in ihm ist kein Fünkchen Wahrheit. Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist die gute Nachricht, dass das Gesetz mich zu Christus bringt und wenn ich meine Sünde bereue und bekenne, heißt es hier, dann vergibt Gott mir und reinigt mich. Deswegen, wenn wir Schuld haben im Leben, wenn manche Dinge in unserem Leben sind, die wir nicht mögen, nicht wollen, wir können mit allen Dingen zu Gott kommen, sie Gott zu Füßen legen. Gott ist ein großer Gott. Er verlangt nicht, dass wir irgendwelche Bußübungen tun, das Einzige, was wir tun müssen, unsere Sünde bereuen, bekennen, zu Gott bringen, Gott zu Füßen legen. Er vergibt. Er vergibt gerne. Er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen mit unserer Schuld. So sehr ein Mensch Gott auch liebt und ihm gehorsam sein möchte, aus eigener Kraft kann er das Gesetz auch nicht halten. Aber wenn ich das Gesetz übertrete, ist das Sünde. Und die Folge der Sünde ist der Tod. Aber diesen Tod ist Jesus schon gestorben. Und ohne den Tod Jesu kann kein Mensch Vergebung bekommen. Aber weil Jesus gestorben ist, weil er meine Strafe, den Tod auf sich genommen hat, kann ich durch ihn Vergebung und ewiges Leben haben. Jesus hat
dem Teufel die Macht genommen. Er hat die Sünde besiegt. Und deshalb kann er auch uns von der Sünde befreien. Ich kann mit meiner Schuld zu Gott kommen. Ich kann neu anfangen. Jeden Tag. Das ist gute Nachricht. Und das Gesetz hilft mir dabei, weil es mich zu Jesus bringt und mir Jesus vor Augen malt. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus mein Leben übergeben. Wer das Geschenk der Erlösung angenommen hat, der wird aus Liebe zu Jesus, seinem Freund, ihm gehorsam sein wollen, seine Ordnung und seine Gebote in seinem Leben umsetzen wollen. Er hält die Gebote nicht, um erlöst zu werden, sondern weil er erlöst ist. Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das Gebote halten tue ich, weil ich Jesus liebe, weil er mich erlöst hat, weil er mir vergeben hat. Und erst dann kann ich sie auch halten, weil aus eigener Kraft geht es nicht. Aber wenn ich mit Jesus lebe, wenn er in meinem Herzen ist, dann wird auch sein Wesen in meinem Leben immer größer werden. Und sein Wesen ist das Gesetz, Gottes Wesen, Gottes Charakter. Deswegen sagt auch Paulus im Hebräerbrief, dass Gott sein Gesetz in mein Herz hineinschreibt. Weil wenn Jesus hier wohnt, dann wird sein Wesen, sein Gesetz in mir groß und ich tue von innen heraus gern das, was er sagt und was er möchte. Und die letzte Aufgabe des Gesetzes ist, sie hilft mir, in Jesus zu bleiben. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Es kommt nicht nur darauf an, mit Jesus zu beginnen, wir sollen auch in ihm bleiben, mit ihm leben. Und Jesus sagt, wenn ich das tue, was er sagt, wenn ich seine Gebote halte, dann hilft mir das, in ihm zu bleiben. Warum? Weil die Gebote, haben wir eben gesehen, die Grundlage des Lebens sind, mir helfen, ein erfülltes, gutes, glückliches Leben zu führen. Jesus lädt uns ein, seine Freundschaft anzunehmen, uns ganz für ihn zu entscheiden. Ich möchte eine Geschichte erzählen, eine andere Geschichte, als die hier steht, nicht von Big John, sondern eine Geschichte von einem König. Der hatte keinen eigenen Sohn und er wollte einen Sohn adoptieren, der dann die Königsherrschaft von ihm übernimmt. Und er hat überall gesucht nach einem geeigneten Kind und nach einiger Zeit fand er einen Jungen, ungefähr 10 Jahre, und der gefiel ihm sehr gut. Das Aussehen, er hat sich ein bisschen Erkundigung eingeholt, er war sehr intelligent. Das Problem war nur, dass der Junge so auf der Straße mit anderen Jungen zusammenlebte und manche Eigenarten hatten, so ein bisschen Gossensprache hatte und so ein paar Eigenarten, die eben nicht in den Königshof passten. Also hat der König zu dem Jungen gesagt, weißt du, ich möchte dich gerne in meinen Hof nehmen. Er hat noch nicht gesagt, warum. Aber das geht so nicht, wie du jetzt bist, wenn du dich gebessert hast, wenn du bessere Umgangssprache, Umgangsformen hast, dann nehme ich dich mit. Ich komme in einem Jahr wieder und wenn du dann dich gebessert hast, dann nehme ich dich mit. Nach einem Jahr kam der König wieder und was war das Ergebnis? Der war noch genauso wie vorher, der Junge. Warum? Der hat die gleichen Freunde gehabt, die gleichen Umgebung, hat er den gleichen Gosse gespielt. Er konnte sie nicht verändern. Hat der König nachgedacht, hat er gedacht, ja, irgendwas muss ich anders machen. Also hat er gesagt, gut, ich mach dir ein Angebot. Komm mit in meinen Hof und ja, dann kannst du bei mir wohnen, bei mir leben. Gut, der Junge ist mitgekommen und die Eltern haben eingewilligt. Und dann hat der König ihm einen Freund zur Seite gestellt, einem Erzieher. Und jedes Mal, wenn der Junge etwas gesagt hat, was nicht so königslike war und auch nicht, ja, oder was getan hat, was ein bisschen Gossensprache war oder gesagt hat, da hat der Erzieher immer gesagt, denke dran, wer du bist. Du bist ein Kind des Königs. Und je mehr das Kind dann gedacht hat, wer bin ich? Und erinnert wurde, ich bin ein Kind des Königs, desto mehr hat sein Verhalten sich verändert.
Er hat gedacht wie ein Kind des Königs. Er hat gesprochen wie ein Kind des Königs. Er hat sich verhalten wie ein Kind des Königs. Und so macht es Jesus auch. Wenn Jesus zu uns kommen würde, dann würde er sagen, ändere dich erstmal und wenn du gut genug bist, dann nehme ich dich an. Kein Mensch würde erlöst werden. Keiner hätte eine Chance. Aber Jesus sagt, komm so wie du bist. Mit all deiner Schwachheit, mit all deinem Versagen, mit all deiner Not, mit all deiner Schuld und deiner Sünde. Komm wie du bist. Und ich vergebe dir. Ich nehme dich an. Du wirst mein Kind. Und dann, wenn du mein Kind bist, dann werde ich dich verändern. Dann wird mein Geist in dir leben. Und du wirst ein neuer Mensch, ein anderer Mensch. Das Gesetz will uns helfen. Das ist genau das, was Gott uns sagt. Dass es das Wesen Gottes ist, was in uns lebt und was Jesus in uns erfüllen möchte, zur Vollendung bringen möchte. Jesus ist für uns gestorben, damit wir frei sein dürfen, damit wir seine Kinder sein dürfen. Wir hören jetzt noch ein Zeugnis für das, was Gott tun kann, getan hat. Und ich darf dich bitten, nach vorne zu kommen und zu sagen, was Jesus dir bedeutet für dein Leben. Ich wurde gebeten, eine Erfahrung, eine Glaubenserfahrung zu erzählen. Und ich habe sie, ich habe eigentlich sehr viele, ich glaube, jeder von uns hat sehr viele, die habe ich früher vielleicht gar nicht als Erfahrung erkannt. Aber da habe ich mich einfach entschieden, eine ganz kleine, alltägliche Erfahrung aus meinem Leben zu erzählen und die ist in diesem Jahr passiert und zwar unterwegs. Ich war mit LKW unterwegs, wie oft im Moment, mit dem großen Hänger hinten und so bin ich schön gefahren, die B, ich weiß ja nicht, welche das ist, Richtung Worms, wunderschön, Landschaften beobachtet und plötzlich überholt mich ein LKW und ich wusste genau, da überholt man normal nicht, vor allem nicht LKW, den anderen LKW auf der Landstraße und er zeigt, ich soll nach hinten gucken, ich gucke in meinem Spiegel und da raucht es richtig so, dass ich dachte, mein Henker brennt mir ab und ich habe Holzware drauf, also irgendwas ist da faul. Ich bleibe stehen und dann überlege ich und gucke, steige aus, Warnweste, Dreieck mitgenommen, nach hinten gegangen und dann sehe ich, am Hänger aus der Bremstrommel raucht aber richtig, richtig weiße, dicke Rauch. Und die ist so heiß, wenn man sich schon so auf einen halben Meter nähert, spürt man schon die Wärme. Da denke ich, oh oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Und ich muss ja noch eine Stunde fahren, abladen und dann wieder zwei Stunden zurück. Das wird knapp. Und ich glaube, ich habe gerade heute überlegt, ich glaube, das war ein Freitag, Mittag und gäbe es große Schwierigkeiten, wäre ich wahrscheinlich nicht pünktlich zu Sabbatanfang da. Da überlege ich, was mache ich. Natürlich weiß man immer sofort, was man macht, aber ich gucke auf mein Handy, ich habe ein Handy, ich kann Anrufe empfangen, kann aber nicht Anrufe tätigen, also ich kann meinem Chef nicht Bescheid geben, ich kann LKW-Pannendienst nicht anrufen und ich kann eigentlich nichts tun. Da denke ich, na wie gut es ist, dass ich einen Gott habe und die Beziehung zu ihm kostet nichts und da habe ich einfach mein Gebet ausgesprochen und gedacht, jetzt werde ich einfach abwarten, irgendjemand kommt oder irgendwas passiert und da habe ich ein kurzes, ehrliches Gebet gesprochen und bin einmal um LKW herumgelaufen und habe ich sehe es doch nicht richtig, es raucht nicht mehr, beziehungsweise es wird schlagartig immer weniger, innerhalb von einer halben Minute raucht es überhaupt nicht mehr. Da denke ich, na wunderbar. Dass er so schnell kommt, das habe ich ja jetzt nicht erwartet. Ich setze mich rein, versuche ein paar Meter zu fahren, ganz leise, es quietscht nichts, es raucht nicht und so bin ich einfach ermutigt worden, weiterzufahren. Da fahre ich 30 km/h, 50 bis zu 60, 70, ganz okay, Tempomat eingelegt und fahre so ein paar Kilometer, gucke nach hinten. Nach 10 Minuten gucke ich gar nicht mehr nach hinten und danke nur Gott und denke einfach, Mensch, wie schön. Ich habe in der Woche schon zwei Erfahrungen davor erlebt. Da war ich selber schuld bei einer falschen Entscheidung. Gott hat mich rausgebracht. Bei der anderen konnte ich nichts dafür und hier konnte ich jetzt auch wieder nichts dafür. Aber es war so schön wieder zu sehen, dass ich Gott einfach wichtig bin, dass der da ist, dass der auch in den täglichen Sachen mit uns ist, wo wir gar nicht erwarten, wo wir gar nicht
glauben können, dass er jetzt damit beschäftigt sein könnte, denn der hat ja so viel Wichtiges zu tun, aber es ist einfach schön und das hat mich damals so ermutigt nochmal und einfach mal wirklich Freude in meinem Herzen wieder ausgeschüttet und ich war überglücklich, ich bin super pünktlich beim Empfänger gewesen und auch wieder zu Hause und das war für mich einfach wieder eine Bestätigung, dass Gott wirklich immer da ist und dass wir ihm wirklich um Rat fragen sollten und um Hilfe, weil LKW-Pannendienst oder mein Chef oder ADAC könnten vielleicht auch Probleme lösen, aber wahrscheinlich nicht so schnell und in den nächsten Tagen haben wir einen Termin in der Werkstatt gehabt, Problem wurde gelöst, es war was Technisches, aber in dem Moment hätte es wirklich anders ausgehen können, zumindest zeitlich, ja, und ich bin Gott dankbar, dass der mir zeigt im Leben, jeden Tag, aber manchmal wirklich auf besondere Weise, dass der da ist, dass er für mich da ist und dass ich ihm immer rufen kann. Ich möchte euch auch ermutigen, dasselbe zu tun und danke euch. Ja, kannst du hinlegen. Ja, ich denke, wir können sehen, dass Gott uns liebt und dass er unser Bestes möchte, dass er uns helfen möchte, auch im Alltag, in allen Situationen. Ich lade Sie ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, dass du unser Herr bist, dass du uns erlöst hast, Herr Jesus Christus, durch dein Blut am Kreuz. Hab Dank, dass du uns dein Gesetz gegeben hast, ein Gesetz der Freiheit, ein Gesetz, was uns zeigt, was Leben ist, wie wir erfüllt leben können, wie wir glücklich leben können. Herr Jesus, hab Dank, dass dieses Gesetz uns zeigt auch, dass wir Sünder sind, dass wir dich brauchen, dass wir deine Vergebung brauchen. Herr Jesus, und wir möchten zu dir kommen und dich bitten, dass du uns unsere Schuld vergibst, dass du unser Leben reinigst, dass du in unser Leben hineinkommst und dass du uns helfen möchtest, auch das zu tun, was richtig ist, was gut ist, was uns weiterhilft. Wir bitten dich, dass du dein Gesetz in unser Herzen hineinschreibst, dass es für uns nicht ein Zwang wird, sondern dass wir es gerne tun, weil wir dich lieben, weil du uns mit deiner Kraft begleitest. Herr, schenk du uns Erfahrungen mit dir, die uns zeigen, dass du da bist, dass wir uns auf dich verlassen können. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.